Ich will jetzt heute hier noch so ein bisschen einfach Tipps und Tricks zeigen. Alles, was ich so auf der Kommandozeile nutze und für sehr sinnvoll und praktisch erachte, wo ich aber gemerkt habe, dass einfach viele Leute es einfach gar nicht kennen. Und ich will euch jetzt heute einfach eine Sammlung zeigen, die sich so mit der Zeit zusammengetragen hat, von Dingen, die ich einfach für nützlich halte auf der Kommandozeile. Anfangen möchte ich allerdings auch noch kurz mit einer kleinen Übersicht, was ist eigentlich eine Shell, was für Shells gibt's, was machen die Shells eigentlich so. Und Sicherheit einfach nochmal kurz durch typische Syntax auf der Shell durchgehen und dann geht es auch gleich ans Eingemachte. History, Expansion und Completion spart massiv Tipparbeit, kennt aber irgendwie keiner. Directory Stack hilft auch, wenn man oft zwischen Verzeichnissen hin und her wechselt. Ein paar Wildcards neben dem Stern. Job Control auf der Kommandozeile, wie kann ich mehrere Jobs gleichzeitig laufen lassen. Dann Quoting, warum braucht man das und wie funktioniert es? Shell Built-ins, also Befehle, die in der Shell direkt drin sind, die nicht irgendwo als Programm auf dem Dateisystem liegen, sondern Bestandteil der Shell sind. Und dann diverse nützliche Tools, unter anderem Umbenennen mehrerer Dateien auf einmal, Mitprotokollieren von Ausgaben oder ganzen Abläufen. Und dann will ich noch etwas ausführlicher Screen vorstellen, ein sehr nützliches Programmchen. Und ja, noch einen typischen Fall hätte ich hier, Dateien editieren mit SED ohne Datenverlust. Weil die erste Idee, die einem meistens kommt, endet in Datenverlust. Deswegen ist das hier mit drin. Und am Ende noch eine Ladung links. Ja, fangen wir einfach mal kurz an. Was ist eine Shell? Shell ist englisches Wort für Muschelschale. Ihr kennt alle diesen großen Ölkonzern mit der gelben Shell auf Rot. Es steht auch für Gehäuse. Bei uns umgangssprachlich besteht es einfach für den Kommandozeileninterpreter oder die Kommandozeilen-Schnittstelle. Im Englischen Command Line Interface. CLI hört man auch oft als Abkürzung für Kommandozeile. Das ist die Schnittstelle, mit der Benutzer irgendwelche Befehle eintippt und der Rechner führt sie dann nachher aus. Man spricht aber oft auch von anderen Programmen von der Shell. Das ist halt dann keine Kommandozeilen-Shell, sondern eine grafische Shell. Conqueror, Nautilus oder auch der Midnight Commander sehr beliebt. Und wenn ich jetzt von Shell rede, meine ich die Kommandozeilen-Shell, weil es geht um die Kommandozeile. Ja, und was macht das Ding? Es liest eben eine oder manchmal auch mehrere Zeilen Text ein. Interpretiert diese, deswegen Interpreter, und führt dann das, was es interpretiert hat, nachher aus. So, meistens ruft es irgendein Programm auf. Dann gibt es noch den Begriff Login Shell. Das ist die Shell, die ausgeführt wird, wenn sich jemand zum Beispiel auf einer Textkonsole oder per SSH einloggt. Das ist, muss nicht immer die gleiche Shell sein, bei manchen Leuten ist es auch nicht die Bash. Wenn man die ändern will, CHSH, Change Shell, gibt es den Befehl. Muss man ein Passwort eingeben und danach hat man eine andere Login-Shell, wenn man sich das nächste Mal einloggt. Ja, dann zur Übersicht der gängigen Shells. Historisch, der Urahn ist die Bourne-Shell aus den 70ern. Bei den BSDs ist irgendwann die C-Shell aufgekommen. Die C-Shell, da hat er so zum Anspruch, na, wir wollen die Kommandozeilen-Shell mehr C-artig machen. Deswegen C-Shell, also wie die Programmiersprache C. Dann gab es irgendwann von einem Herrn Korn, die Korn Shell von 88 und beziehungsweise heutzutage ist eher die von 93, sind die Grundlage des POSIX-Standards. Es gibt irgendeinen POSIX-Standard, der definiert, wie eine Born Shell aussehen muss heute. Und seit irgendwie einem Jahr oder zwei ist die Korn Shell sogar freie Software, also frei im Sinne von den Debian Free Software Guidelines zumindest. Da hat sich die Lizenz geändert. Was wir heute fast alle hier benutzen, was die Standard Shell auf fast jeder Linux-Distribution ist, ist die Bash, die Born Again Shell, also so, wir schreiben Born Shell nochmal neu, aber frei unter GPL und mit ein bisschen mehr Features und ist im Großen und Ganzen abwärtskompatibel zur Born Shell, wie viele anderen auch, aber halt an manchen Details dann zum Teil auch nicht mehr. Irgendwo in der Manpage steht, an den und den Stellen ist es nicht ganz kompatibel, aber fällt selten auf. Dann gibt es noch die TC Shell. TNEX war, glaube ich, irgendeine Unix-Distribution oder so. Die haben die C Shell ein bisschen aufgebohrt. Und die ist heute auf vielen BSD-Systemen die Standard-Login-Shell. Also wenn man sich dort einloggt, kriegt man eine TC-Shell. Der Autor davon ist auch ein NetBSD-Entwickler. Also bei NetBSD ist es die Standard-Shell. Ich glaube, bei FreeBSD bin ich mir nicht mehr sicher. Zu TC-Shell sollte man noch sagen, sie hat wie die C-Shell eine andere Syntax. Vor allem Schleifen und so werden anders programmiert. Komme ich nachher noch zu. Ist deswegen nicht Born-Shell-kompatibel und ist auch keine POSIX-standardkonforme Shell, weil manche Shell-Syntax einfach anders ist. Und dann gibt es noch die Z-Shell. Und die Z-Shell, das ist das Schöne, sie hat noch mehr Features als die Bash, ist noch langsamer, aber hat auch viele Features von der TC-Shell, die Bash nicht hat.
vor allem was so das Fingerfeel betrifft. Und das ist auch für mich einer der Gründe, warum ich die Z-Shell benutze, weil ich mit TC-Shell aufgewachsen bin, mich an ein paar Sachen gewöhnt habe, die es in der Bash nicht gibt. Und irgendwann habe ich gemerkt, oh, die Z-Shell kann beides. Ordentliche Syntax von der Bourne-Shell her, wie die Bash, und die schönen Tastaturkommandos, die ich benutzen möchte, wie die TC-Shell. Kommen wir noch zu ein paar kleineren Shells. Es gibt noch, weil eben die Corn-Shell damals nicht frei war, gab es die PDKSH, der Public Domain Corn-Shell. Und die wurde irgendwann bei OpenBSD verwendet als Standard-Login-Shell. Und dort hieß sie dann anscheinend OKSH, OpenBSD Corn-Shell. Ist heute auch noch die Login-Shell unter OpenBSD. Und davon gab es dann irgendwann Fork, die MirBSD Corn-Shell. Das ist heute Standard-Shell auf MirBSD, FreeBRT, das ist so für Wireless-Routern eine Distribution, MidnightBSD und neu auch auf Android. Also wenn ihr ein Android-Handy habt, die BinSH, die da drauf ist, ist eine MirBSD-Corn-Shell. Ist performant, standardkonform und vor allem portabel. Die OpenBSD-Corn-Shell ist nicht mehr portabel, die haben alles Portabilitätsmäßiges rausgeschmissen. Das ist auch der Grund, warum die irgendwann entstanden ist. Dann gibt es noch die Almquist-Shell, die Ash. Das ist eine Bourne-Shell-kompatible Shell, die aber sehr kompakt ist und wirklich nicht viel mehr kann als das, was sie braucht, zum kompatibel sein. Wird oft auf Embedded-Systemen benutzt. Sie ist Bestandteil von Busybox. Also wenn man irgendwo so auf Nokia N900 oder so ist, auch eine Almquist-Shell drauf als Standard-Shell. Die hat keine Tab-Completion, die hat keine History-Expansion. Also viel von den netten Sachen, die ich zeigen werde, kann die einfach nicht. Und davon gab es dann irgendwann nochmal eine Weiterentwicklung, die Dash, die Debian Almquist Shell. Bei Ubuntu sehr bekannt, weil seit 6.10 ist das die Standard-Shell auf Ubuntu. Nicht fürs Login, das ist immer noch die Bash, sondern für sämtliche Shell-Skripte. Weil sie halt sehr performant, kompakt und klein ist. Ich glaube, irgendwie die Geschwindigkeitstests, die damals gemacht wurden, ist Faktor 3 schneller als eine Bash. Weil halt nicht so viel Bloat drin. Ja, so viel zu den ganzen Shells. Das sind die, die ich auch ab und an mal erwähnen werde, mit tut nur hier, tut nur dort oder tut da nicht. So, typische Funktionen heutiger Shells. Was macht man denn so auf einer Shell? Man navigiert im Verzeichnisbaum hin und her. Man tut Ein- und Ausgabe von irgendwelchen Programmen umleiten. Die Shells machen auch die Expansion von Wildcards. Also wenn ihr irgendwie rm-stern.txt tippt, der Stern wird nicht von dem Programm rm ausgewertet, sondern wird von der Shell ausgewertet. Das heißt, die Bash oder was auch immer ihr als Login-Shell habt, sieht dann, oh, da ist ein Stern auf der Kommandozeile, Stern.txt. Ich suche jetzt mal nach allen Dateien, die auf .txt enden und gebe dann dem Programm rm all diese Dateinamen als Parameter mit, wenn ich es aufrufe. Der einzige Punkt ist, wenn man zum Beispiel auf DOS oder Windows unterwegs ist, Command-Com oder Command-Exe, die machen keine Wildcard-Expansion. Das heißt, dort auf DOS und Windows müssen alle Programme die Wildcards selber auswerten. Das heißt, jedes macht es ein bisschen anders. Job Control, das heißt, ich kann Jobs, die ich auf der Shell laufen habe, anhalten, weiterlaufen lassen, in den Hintergrund schieben, etc. Das ist halt zum Beispiel was die Ash und die alte Bourne Shell nicht können. DOS und Windows sowieso nicht. Und die Bash sagt manchmal auch, no controlling TTY, no job control available. Zum Beispiel, wenn man irgendwie im Single-User-Mode oder im Rettungsmodus startet und dann nur die Kommandozeilen-Shell bekommt oder so, zum Teil passiert das. Also es gibt Situationen, wo man einfach keine Job-Kontrolle hat. Fast alle Shells haben irgendwie eine globale, also mindestens eine globale und eine benutzereigene Konfigurationsdatei. Also bei der Bash ist das etc/bash.bashrc und im Home-Verzeichnis von jedem User nochmal die .bashrc. Analog bei C-Shell, TC-Shell und Z-Shell. Wobei ich glaube, so ist, dass die TC-Shell auch nach einer C-Shell-RC sucht. Ja, und also das C steht hinten für Konfiguration, das R muss ich zugeben, weiß ich gerade gar nicht, wofür das steht, aber irgendwie enden extrem viele Unix-Programm-Konfigurationsdateien auf RC. Dann viele haben auch eine History, also man kann irgendwie durchscrollen, man kann also sagen, macht irgendeinen Befehl, tippt Enter, Cursor hoch und dann hat man einen Befehl zum Weiterverarbeiten wieder auf der Kommandozeile stehen. Geht zum Beispiel nicht bei der C-Shell, das war eine der Erweiterungen, die TC-Shell dann mit sich brachte. Bei der Bourne-Shell auch nicht und Command-Com, also die DOS-Shell, konnte das auch nur, wenn man extra noch ein Programmchen dazugeladen hat, namens DOS-Key. Und File-Completion mit der Tabulator-Taste. Also das ist was, wo ich irgendwie nicht mehr drauf verzichten möchte. Wenn man einfach irgendwie Anfang vom Dateinamen tippt und dann Tab und dann wird das Ganze hinten hingeschrieben. Das werden wir nachher sicher auch noch ein paar Mal sehen in Beispielen. Das ist halt auch was, was unter DOS nur, wenn man irgendwie noch ein Zusatztool installiert hat und bei Windows nur dann. Man konnte es bei Windows XP hinkriegen, aber
Man musste noch irgendwas umkonfigurieren, damit es getan hat, irgendein Registry-Eintrag oder sowas. Sie haben es drin gehabt und nicht aktiviert. Schade. Ich hoffe, jetzt ist jedem klar, was wir so dann auch vorhaben werden. Wir wollen über, ja, vor allem History, Jobkontrolle und so, die Sachen wollen wir sprechen. Wildcard Expansion kommt auch nochmal vor. Tab Completion werde ich es zeigen.